Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück bei GTA Online oder Offline oder vielleicht mal hier und vielleicht mal da, denn wir wollten die Mission nochmal neu spielen, aber sind natürlich wieder rausgeflogen und es... Meine Fratze, doch hast du dich auf! Ganz ehrlich, wer das programmiert hat, ich weiß gar nicht... Hi Leute! Ich glaube, du kannst aber nicht mehr einsteigen, ne? Hier ist der... Das ist so blöd, das sind Viersitzer, aber man kommt... Das ist genauso blöd wie die Technik hinter GTA Online manchmal. Aber ich will ja nicht rumheulen. Aber trotzdem, Freunde, ihr wisst gar nicht, was wir hier teilweise durchstehen. Ich drücke jetzt einfach nach vorne, wenn du nach vorne fährst. Ob es einen von euch ist. Das funktioniert super. Funktioniert super. Ich glaube, das ist doof. Ja, ich glaube auch. Du musst leider den Dennis aus dem Wagen schießen. Ich nehme den Mini. Okay. Ja, siehst du, es geht schon wieder los. Mopping. Dennis hat GTA Online programmiert. Den Todes Nein, das war jemand anderes mit Feuer. Ja, welchen Dennis meinst du denn? Ja, dich. Hä? Achso, ich dachte du, ich habe aber gar kein Feuer auf meinem Kasten. Tobi, wo bist du denn? Ah, du bist im Haus oder was? Im Appartement. Im Appartement. Weißt du, seid ihr zufrieden mit euren Karren? Oh, ansonsten wieder mit seiner Karre, ey. Ich werd bekloppt. Was? Ansonsten könnt ihr euch ja mal dieses Gratis-Auto organisieren. Ja, wie macht man das? Ihr geht ins Handy. Warte mal ganz kurz. Ja. Für das Gratis-Auto brauchst du aber, Ja. Ah, scheiße, ich wollte die Karre da vorne haben. Da brauche ich Ich muss echt auch mal wieder meine Insurance anrufen. Eine Garage, scheiße. Ich glaube, ich hatte doch eine bekommen, ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich glaube, du kannst das auch jetzt kaufen und das dann dein aktuelles ersetzen. Ich glaube, das geht auch. Ich weiß was, ich hole einfach mal mein anderes Fahrzeug von meiner Versicherung erstmal wieder. Das wäre doch meine Nummer. Das wäre auch gut. Wie kriegt man denn die Gratis-Garage? Weiß das jemand von euch? Ich habe alles probiert und es wollte nichts fruchten. Hast du die Collectors Edition? Nee. Ja, dann ist es, glaube ich, du musst bei der. Du kriegst dann ich so einen auch Code. Eine. Eine Special Edition so, haben wir. Ja, aber ich glaube, bei der Collectors Edition kriegst du es. Du kriegst so einen Code dabei und der Code. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, kann auch bei der Special. Aber auf jeden Fall musst du den Code einlösen, ne? Shit! Ja, super, ja. Was denn? Nee, du musst. Wir können ja mal die Lester-Mission machen, ne? Theoretisch. Kannst du mal aufhören zu lästern? Ach Gott, Alter. Jetzt kommt da wieder mit dem Witz aus der ersten Folge, Alter. Echt? Ich glaube, der guckt mal das Let's Play. Man muss jetzt mal sagen, also, weil das... Hol mal kurz mein Auto ab, Freunde. Ja, ach so, okay. Das muss man vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Es ist so, dass immer welche schreiben in die Kommentare, mach das doch mal anders und so. Und wir nehmen immer an einem Stück ein paar Folgen auf. Deswegen kann man erst auf die Kommentare später eingehen. Das genau. Kommen. Und heute ist immer noch der Katastrophentag, wo man dauernd den Connect verliert, wo die Ladebildschirme 30 Jahre dauern. Genau. Ein wunderschön. Nicht mal gedisst hat. Oder auch einfach der besten Tag unseres Lebens. Echt wunderschön. Was machen wir denn jetzt? Ach, der Walle holst du eine Karre ab gerade. Ich hol gerade meine Karre, die ist doch weiter weg, als ich gedacht habe. Ja, und dann ich fahr mal zum Friseur. Klamotten shoppen. Fahr mal zum Friseur. Zum Friesenmann. Kannst du mir 50.000 leihen? Zum Friesenplatz. Ich war gerade in der Bushaltestelle. Ticket nach Elysium. Der Lamar hat eine Mission für uns, aber die nehmen wir natürlich erstmal noch nicht an. Denn wir machen sowas total spannend. Der Gronkh geht natürlich im Schickimicki-Laden hier, ja. Verstehen Sie hier? Ja, ich muss mir auch mal beim BK Kohle Klamotten wiederholen. Das war irgendwie. Der Friseur ist beschäftigt? Weil der scheiß Dennis schon wieder alt ist. Ja, mit dem zu. Dennis beschäftigt, der Friseur, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich glaube, wir können uns aber hier draußen hinsetzen. Mein schöner Mustang-Verschnitt, mein 68er, mein Schätzchen, endlich bist du wieder da. Der fährt zwar scheiße, aber sieht cool aus. So sieht der Dennis im Close-Up aus übrigens. Kann man bei mir gerade sehen. So, jetzt lässt er sich's. Ich bin Elton! Boah, ich bin größer wie der Friseur, Alter. Als. Oh, der war gedisst. Hab ich nicht als gesagt? Nein, als wie. Ich hab gesagt, wie der. Als wie der sein tut. Leck mich einfach. Ja, diskutiert einfach jetzt noch rum. Ja, was denn? Oh. Oh, er legt Hand an. So, mal gucken, was macht er jetzt? Ich bin da als Zwiebel. Geil. Ja, bleib so. Nee, warte mal, ich brauche noch einen Feinschliff hier. Ja, jetzt bin ich gespannt. Das kann ja nur noch besser werden. Oh, Vorsicht, im Hintergrund GEMA Musik. Wir müssen quatschen die ganze Zeit. Hallo, so, ich schalte einfach den Radiosender um. Ii, Alter, das sieht so ekelhaft aus. Kann man sich. Hast du die Augenbrauen machen lassen oder was? Ja, Daniela Katzenberger war hier. Ach so. Boah, ich sehe aus wie Assi-Toni, Alter. Ohne Scheiß. Tobi, guck mal. Ich will dich nicht angucken. Guck Alter, Alter, wie du aussiehst, das ist so ekelhaft einfach nur. Sieht auch aus wie von den New Kids hier. Ach, Make-up Mongo. Alter. 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 Wickst du gerade den Friseur zu oder was? Ein Job für einen Titan, Currywurst. Ich hab gerade einen Job übermittelt. Ja, oh, Titan. Ja, wir sind aber gerade noch beim Friseur hier. Ja, aber ich mach den Grund gerade ein bisschen dick, Hagel oder? In die Haare.
So, warte, ich mach mal. Ach, ich nehm mal, komm, nimm mich mal das hier. I could do you all day. Was ist das denn hier Geiles? Alter. Der war gerade eine Jeans, hier. Guck mal, vor allem, Tobi, guck dir mal meine Frisur an. Ey, du bist größer als ich, Tobi. Jeans einfach an. Ja, ich hab ja auch Hackelschuhe an. Guck mal, ich hab diese Assi. Ich bin voll der Assi, Alter. Du siehst, wahr. Das ist ja nichts Neues. New Kids, sag ich doch. Oh. Alter. Sind schon ein paar Leute? Was hat er denn jetzt wieder vor? Jetzt machen wir hier auch mal gerade den Emo so ein bisschen. Alter, du siehst so ekelhaft aus. Boah, wir passen so gut zueinander, Tobi. Und wir machen jetzt voll die Transvestiten-Gang, Alter. Hier gibt's so Hosen in dem Laden, hab ich du das Du musst auch Gefühl. Schminke auftragen, sei ein Mann. Ja! Alter, boah, das ist schon teilweise ein bisschen... Irgendwie bin ich dafür, ja quasi echt nur mir so einen Sakko anzuziehen, aber irgendwie... Sack? Das, Alter, das hat ja... Ich kriege ja einfach nur Hosen in dem Laden, die ganze Zeit, egal wo ich stehe. Guck mal, ich mach mal Schuhe. Ein Bild von uns. Okay, cool. Schuhe mal ausnahmsweise. Hi, hallo, ich bin Schuhe. Bill Kaulitz. Hast du was, Kaulitz? Hast du was an der Kauleiste? Wo bist du, Tobi? Geh mal ein Stück zurück. Ah, können auch cool sein eigentlich. Soll ich denn zurücklaufen? Der Gronkh sitzt hier beim... Kannst du mal bitte aus meinem Kopf gehen? Danke. Dreh dich mal um. Boah, du siehst so aus wie eine muskulöse Alte, ey. So. Boah, Alter, sieht das teilweise ekelhaft aus. Boah, die sind mir zu teuer, die Schlangenhaut-Slipper. Wer kommt denn da reinspaziert hier? Wer ist denn das? Der 616. Alter, warte mal. Boah, ey, das ist so ekelhaft. Pass mal auf. Oh Gott. Schade, nichts Gutes. Alter, Menderes. Menderes, Banshee. Ich lass das so, ist mir egal. Alter, ey, wir sind so eine Homo-Gang, bitte. Ey, wir müssen unbedingt ein Selfie machen. Komm mal kurz her. Tobi, warte mal, Erik, wir müssen hier ein Selfie machen. Nee. Haltet mich da raus, Alter. Warte. Alter. Mach auch mal ein Selfie. Guck mal ein bisschen, du musst ein bisschen hinter mir sich. Warte. Boah, meine Augenbrauen machen mir so Angst. Geht das? Oh, warte. Huch. Du musst. Die nehme ich mal. Ach, da bist du. Komm mal ein bisschen näher. Scheiß Modell. Jetzt bist du plötzlich woanders aufgetaucht. Du bist. Das kann doch nicht sein, dass ich hier überall nur Hosen kriege. Warte. So, du musst. Hosen, geh mal rechts Hosen, von mir. Hosen. Rechts von mir. Bist du in diesem Luxusgeschäft? Ja. Ja, da habe ich mich auch tot gesucht. Ich glaube, ganz. Genau, ist richtig. Warte. In der Mitte irgendwo kriegst du Oberteile. Alter, sind wir scheiße. So, pass auf, bleib mal da stehen. Ich probiere auch gerade mal. Kannst du mal dein Handy bitte aus meinem Arm nehmen? In der Mitte kriege ich auch nur Hosen. Du musst mal auch rechts von mir kommen, bitte. Ah, hier Oberteil, du hast recht, Tobi. Du musst ein bisschen. Warte mal. Wahnsinn. Ah, Mist. Wegschieben. Warte, geht schon. Ich kann leider gerade nicht gehen. Super. Warte? Ja. Ist auch geil. Hier, zusammen mit den Bildern im Hintergrund. Und die Lederjacken, die haben, sind so uncool einfach. Das ist geil, echt wenn man auch Videos drehen könnte, ne? Nimm mich bitte Simon Desue, ja? Du siehst aus wie echt minderes Bubble. Ey, für kein Oberteil soll ich 10 ausgeben, $10. Das ist von DSDS oder sowas, ne? Ja, genau, dieser Clown, der da immer jedes Jahr. Boah, der hat aber auch einen geiler Wagen da. Geiler Wagen da, der! Geiler Wagen, ich steig mal bei dir mit ein. So, ich bin mal für Klamotten an. Oh. Aber ich hab fast 10.000 nur noch. Boah, ich hab mein ganzes Geld verpulvert. Ich hätte mal irgendwie 100.000, Leute. Wir können ja mal zum Klamottenladen fahren. I'm fresh like a diamond! I'm fresh like a diamond! Dann warum kann man eigentlich... Ach so, okay, jetzt verstehe ich. Wo sind denn die beiden Jungs hier wieder? Warte mal, das ist der Currywurst, Saraza mal ganz kurz. Und Tobi. Boah, die hässlichsten Hosen sind am teuersten. Das ist so wie komisch. Hab mal kurz gesetzt gerade. Ja, ich fahr auch mal zu den beiden Super-Kollegen gerade. Würstchen hier. Zu den Bratwürstchen. Zu den Nougat-Schnittchen. Ey, da ist ein Copyright drauf. Voll da blöd, dass das gelbe Shirt einfach geblockt wird. So, ich finde das irgendwie voll gay, wenn man nur schickt. Zu Kerlen zumindest. Ich weiß nicht. Aber naja, ist ja eben da. Ach, naja. Ich sag ja auch ihr geilen Flöten oder sowas. Das ist ja jetzt geschlechtsunabhängig. Bin ich auch eine geile Flöte? Du bist auch eine geile Flöte. Eine Querflöte. Der Tobi ist mehr so eine Oboe. Ist lustig, dass wirklich jetzt alle unserer Crew wieder am Start sind hier. Auf dem Server. Ja. Aber Saraza, ich hab mich extra hübsch für dich gehübsch. Hupsch! Guck mal hier, Saraza. Seh ich nicht geil aus? Warte, ich mach mir nochmal eine neue Sonnenbrille an. Guck mal hier. Ja, eine Sekunde. Das sieht so scheiße aus, Alter. Nur noch die Tennissocken auf die Schlappen, ey. Das geht
gar nicht. Guck doch mal bitte, Sarazar. Oh Gott. Alter, siehst aus wie Borat oder so. Ach scheiße, ich kann die weißen Laufshorts noch nicht freischalten. Hallo, hier ist auch Turbinator und Pandoria. Oh. Alter, wollen wir der Frau mal eine Hose kaufen? Wie kann ich denn immer... Achso, warte mal. Aber was macht sie denn da mit mir? Ich glaube, das ist eine Message. Was hat's denn gemacht? Alter, du siehst so behindert aus. Sollte ich mir mal Klamotten kaufen? Guck mal, hier steht doch, drücke, um die Hosen anzusehen, Dennis. Überall. Nein, scheiße, die wollte ich gar nicht. Okay, ich guck mir mal Hosen an. Warte mal, eine Jeans wäre mal was Flottes hier. Ich hätte gerne ein paar Assi-Klamotten. Der Laden ist mir einfach zu gut hier übrigens. Wir haben ja alles, wirklich alles, alles. Einfach. Ist ja egal, wo du einkaufst. Leider. Ich glaube, das ist dem Händler auch egal, dass man hier drin raucht, ne? Ich bock den gar nicht. Oder die Händlerin besser. Vor allem die Uhren bringen mich auch nicht irgendwie weiter. Also finde ich nicht so geil. So, ich habe jetzt eine Hose. Vielleicht habe ich was Neues freigeschaltet bekommen. So, Oberteile. Oh, schade, die Rüttel-Lärger war eigentlich cool. Ah, ich muss aber die Schutzweste ausziehen. Huch. Gimme, gimme. Gimme, more Huhn. So. I love the Huhn. Das kennst du auch noch, ist ja ekelhaft. Ja klar, Vigal Bowling. Boeing. Boeing, Bowling? Ich weiß Bowie. Vigal Bowie. Boning, Boning. Ach, Boning, genau. Boning, Vigal Bowling. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Hier ist der Sarazar. So, ich bin fertig. So, also, die ist eine Hose. So richtig cool, oder? Guck mal hier. Sieht doch geil aus, oder nicht? Oh, Alter. So, ich bin eigentlich fertig. Ich auch. Guck dir die Hose an, ey, Jungs. Ach, guck geil. Guck dir die Hose an. Ich leg mir so tief in den Eiern, dass ich noch, weiß ich nicht. Oh, warte mal, ich brauch noch eine Cappy. So, ach, Brillen haben wir ja gar nicht, ne? Doch, hast du ja vorne, hier, guck mal. Wo sind denn Cappies? Hier, ehrlich. Wo ist der Salazar? Hier sind Brillen. Oh, hier sind Brillen. Ah, Tatsache, Brillen. This is one thing. Alter, ich sehe so scheiße aus einfach. Ja, mega. Also auch in-game jetzt. Alter, ist die aus wie Atze Schröder. Alter, ey. Warte mal, die passt eigentlich besser. Aber die sind alle zu gut. Die Brünsen sind. Ich hab gerade eine neue Mission von Gerald bekommen. Ja, warte. Wir müssen ja erstmal. Boah, Alter, diese Hipster-Brillen, diese ekelhaften. Sag mal, warum gibt's denn hier keine. Wo sind denn hier. Hüte. Gibt's hier Hüte eigentlich? Nee, ne? Ja, sowas. So Hüte. Verhütemittel? Verhütungsmittel? Ja. Hat der Grunk einen Witz gemacht? Guck mal, hier in dem Laden ist, glaube ich, gerade der Umsatz des Jahres. Ne, hier gibt's keine Hüte. Auch kein Hütchen für den Pipi-Mann, der stehen kann. Warte mal, hier gibt's. Diese Tornhosen sind einfach nur behindert. Sorry, Leute. Jogginghose und Anzug sieht auch richtig scheiße aus. So, mit Schlüpper draußen. Kann man eine Mission machen jetzt mal langsam, oder? Ganz cool eigentlich. Alter. Sieht mich so ein bisschen getarnt an. Die Jeans hat eigentlich besser gepasst. Ich will mir so ein. Warte mal, ich würde mal gern so ein. Weiß nicht, ich würde mal gern so ein. Nee, ich würde mir echt mal hier so. Warum gibt's denn hier nicht so. So. Der arme Currywurst müsste jetzt sehr irritiert sein. mit denen spiele ich nicht mehr. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht sexuell verunsichert in meiner Nähe. Sei ruhig, Menderis. Was? Ich wurde aus der Sitzung rausgeschmissen. Was? Stimmt, Heideltraut hat das Spiel verlassen. Warum? Du bist von anderen Spielern aus der GTA Online-Sitzung geschmissen. Du hast dich zu hässlich angezogen, vielleicht? Ich glaube, das könnte der Grund sein. Aber das ist doch jetzt. Aber die Klamotten sind doch gespeichert, oder? Hä, hey, warum haben die dich ach, denn rausgeschmissen? Ach, geil, Alter. 616 macht mit beim Oben ohne Trend. Ja, das ist ja jetzt geil. Warte mal, ich probiere dich nochmal einzuladen, Heidi. Der Wall ist ja, der Einzige, der cool los. Bleibt. Mach doch mit bei unserem Oben ohne Club. Nee, ist mir zu doof. Wie zu doof? Bin ich so ein Spaß. Du Spielverderber! Was? Solange der Tobi nicht mitmacht, lohnt sich's nicht. Ja, Tobi, gute Idee.
Na gut, ich brauche noch einen Fischerhut, Alter. Also nur mit dem, was kriege ich denn dafür, wenn ich mitkomme? Küsschen. Nee, dann nicht. Ich kann dich gerne erschießen. Geht hier online wieder? Kann ich eigentlich auch den Laden hier überfallen? Nee. Alter, alle hier im oben ohne Club. Lass mal den Mann durch. Wie geil. Tobi. So, ich komme jetzt gerade wieder, Freunde. Es tut mir leid, was auch immer das war. Die Heideltraut wurde rausgemobbt. Ich steig mal zur Puppe rein. Ich hab einen Freier dabei. Hallo, ich bin ein metrosexueller Begleiter. Menderis! Fahren wir mal zum Fischer. Ja, fahren wir mal zum Fischerhutladen irgendwo. Wo kriegt man sowas denn? Du kennst dich da aus? Ich glaube hier in so einem Binko, da müsste es sowas geben. Ist fast in der Nähe. Man kann das Hemd ja auch nur im Dings ausziehen. Das ist ja voll sinnlos. Im Store. Dings? Du kannst ja nicht sagen, ich zieh mir Inventar. Ey, ich zieh mal mein Hemd aus. Hol mich mal ab. Ich bin nicht am Fahren, ich bin hier mit Curry. Ach so. Dem alten Kollegen. Der King lebt! Da wie man wohl, wie heißt diese Krankheit? Ich wollte gerade sagen, ADS. Ach so. ADHS. Ne, wie heißt denn diese Krankheit, wenn man immer so ausbricht? Hier und Ausdrücke sagt, ach, scheiße. Tourette, genau, Tourette, Arschloch. Ich wollte gerade Taurin sagen. Tourette de Mar. Tourette de Mar, Arschloch. Tourette de Mar, Arschloch. Ist nur einmal im Jahr. Kennt ihr das? Ja. Oder 30 Grad im Schatten und ich habe einen Platt. Achso. Oh. Mal zum Bingo oder was? Gab es dich mal umgebracht? Mich? Ja. Ja, es gibt ja sogar Fotos davon. Und warum hast du dich entschieden, einen Bart zu tragen? Alter, wir holen uns alle noch weiße Beanies. Dann gehen wir als Schlumpfe. Das Bekleidungsgeschäft hat geschlossen. Bitte komm später wieder. Hä? Ich bin drin. Sorry, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Leute, der möchte uns das nicht verraten. Bitte niemanden umbringen. Warum nicht? Ich kaufe gerade noch einen. Oh, warte mal, Fedoras? Gibt's was Neues? Na gut, dann darf ich den nicht umbringen. Der schreckt sich nicht mal. Da fährt jemand im LKW, Alter. Kann hier nichts kaufen. Boah, 3000. Kannst du was kaufen? Du hast Tobi? Hast du was zerschossen oder so? Nö, das gar nichts. 16. Der sagt mir, der hat geschlossen, der Löden. Der Binke! Hat der bei euch auch zu? Nö, ich kaufe hier gerade. Nö, ich kann hier auch kaufen. Haha, der Sarazak kann nichts mehr kaufen. Aber ist merkwürdig. Guck mal hier. Ach du Scheiße. Ist das dein Scheiße, Ernst, weiße Mütze. Schade. Rang was? Rang 6? Nee. Rang 74, weiße Mütze. Ich glaube, es geht los. Haha. Ah, nee, ich töte dich besser nicht, oder? Mich? Nein, bitte nicht. Nee, hier lässt lieber nicht töten, ne? Nee. So. Wobei ich mit dem Fedora. Ich hätte lieber einen Fedora, glaube ich. So. Ich sehe jetzt offiziell beschissen aus. Ich kann leider nicht bei dem Nacktrend mitmachen, weil ich das Bekleidungsgeschäft nicht funktioniert. Das ist ja doof. Wie ich blöd. Kann mich nicht ausziehen, nur das macht mein Charakter nur im Klamottenladen. Ey, aber weißt du, was ich in der Zeit mache? Hummel. Ich glaube, mit Tobi einfach mal seine Karre. Ich glaube, jeder sah schon mit Tobi seiner Karre. Ich mach gerade ein paar Selfies. Juhu! Spürt ihr den Wind der Freiheit? Spüre ihn. Alles okay. So. Ja, ich spüre den Wind der Freiheit, Junge. Ja, wahrscheinlich ist gut. Hast die Unterbuchse ausgezogen. Ja! Boah. Das war nicer. Okay, Tobi ist ja kein Problem, wenn ich dein Auto ein bisschen verschrotte, oder? Ach Quatsch, nee, geht schon. Tobi hatte doch. Ich kauf dir irgendwann mal ein neues. So Matchbox schickst du mir nach der Post. Aber es ist ein schönes Fahrzeug. Einfach ein schönes Fahrzeug. Hui! So, ich bin fertig! Alter, sehe ich nicht geil aus. Bist du Gronk? Da. Du bist noch oben. Du siehst aus wie so ein Zuhälter, du. Natürlich, bist du noch oben ohne? Ach so. Wieso bist du nicht mal oben ohne? Ist mir ein bisschen zu windig geworden, ein bisschen zu frisch. Ah, na gut, pass auf, dann mach ich da mit. Schade, ich dachte, wir machen so ein oben ohne Ding, aber. Wo war denn das? Ich probier was aus. Ich muss noch ein bisschen meinen Arm gerade trainieren. Ich probier mal einen Superjump. Mal gucken, ob ich es hinkriege. War das die? Ich habe so online schon so ein paar Monster-Stunts versucht, aber die gehen immer fehlgeschlagen. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Irgendwie seriös. Wow. Oh mein Gott, der gelbe Schlitten, das ging die Hose. Boah, wen gehört denn der schwarze hier? Aber ist jetzt zum Glück nur Tobis Auto. So. Alter, wen gehört denn diese Karre hier? Der Zuhälter ist fertig. Glaube ich. Guck mal, ich bin Sniper. Komm, komm, hier rein! Harald, ja. Alter, jetzt sehe ich wirklich aus wie ein Zuhälter. Ja. Oh, Alter!
Du hast gerade voll die Tür abgerissen mit dem. Wer war das? 616? Boah, Alter, was ist denn das für eine Karre ohne Scheiß? Yeah! Das ist mega geil! Motherfucker! Geil! Alter, über die halbe Autobahn und. Nein! So, der Schade. Zuhälter und die Schwuchtel fahren ins Kabinus. Wessen Auto habe ich denn hier gerade? So ein rotes mit Carbon? Also keins von euch scheinbar. Ja, weiß ich nicht. Boah, Alter! Das schöne Auto! Ja, ist heute ein bisschen ruhigere Folge, muss man sagen. Ja, ein bisschen chilliger hier. Kann man ja auch mal machen. Tut mir halt auch leid, ganz ehrlich, dass das abgebrochen ist in diesem einen Kampf. Dafür entschuldige ich mich persönlich nochmal. Aber ich wusste halt echt nicht, dass die Xbox mal wieder rummetzen. Da haben wir halt leider auch keine Auswirkung drauf, ob es dann geht oder nicht. Was tust du? Was tust du? Aber sonst haben wir viel Spaß. Komm mal rüber. Guck mal, die Idioten folgen. Huch! Hä? Du wurdest aus dem persönlichen Fahrzeug geworfen von 616. Ja, okay, ey. Nimm mal den gelben Flitzer hier. Was denn für ein Kugelfisch? Heute ist Rückwärtsfahrtrend. Da kommt man nicht rein, ne? Hat's abgeschlossen? Ah, doch, ich bin drin. Limitiert. Ich darf nicht rein. Kann auch anders, Freunde. Nein. Nein. Lass sie mich rein. Ja, ich kann doch nichts dafür. Lass eine Granate. Mach doch die Tür auf. Die Tür geht doch nicht auf, wie du siehst. Dennis? Ups. So. Alter, du bist so ein Wichser einfach. Du weißt, was das heißt, ne? Ich wollte, ja, dass ich 1000 Dollar zahlen musste. Ja, das auch. Das ist das Minimum. Hilfe! Tobi, dein Auto sieht noch verdammt gut aus. Ist fast nichts passiert. Sehr gut, sehr gut. Gronk! Oh, der ist auch. Warte, ich muss das Geld noch holen. Entschuldigung. Wow! Alter, war nicht so geil. Hit gegen das Plakat. Oh. Hier gibt es auf jeden Fall eine richtig geile Sprungnummer. Da läuft der hier. Boah, hier kann man Tennis spielen. Alter, wer schießt denn da jetzt? Nein, ich treff's nicht. Ah. Ich mach doch gar nichts. Hör auf, ich mach doch gar nichts. Du hast geschossen, du Wichser. Nein. Natürlich hast du geschossen. Hinter der hinter dir am Arsch. Komm schon. Der hinter mir am Arsch. Komm schon, das schöne Auto. Hier rüber, komm. Tobis Auto, fahr! Ich hänge hier auf. Ey, sag mal, warum zockt man nicht mal so ein Ingame-Game hier, so ein Tennis oder sowas? Nein! Ein Tennis wäre auch cool. Muss man auf jeden Fall mal machen, ne? Wäre ich auch dabei. Tennis-Doppel oder so. Kann man das im Doppel spielen eigentlich? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Ich hab's auch nicht ausprobiert. Komm, jetzt reicht's, komm nicht darüber, scheiße. Wie sieht's denn eigentlich aus hier mit. Guck mal, wenn ich da hingehe, auf dem Kopf, sind diesmal eigentlich die Zeit im Auge. Ich hab schon zweimal Kugelfisch eingebaut. So. Ach, Kugelfisch. Echt? Hab ich gar nicht gehört. Gib mal ein Beispiel gerade. Der Tobi einfach. Heute ist der Tobi der Boomer. Gib mal ein Beispiel. Wie hast du das eingebaut? Wie baut man Kugelfisch ein? 616 zum Beispiel. Hab ich gesagt, was ist das denn für Kugelfisch? Ach, Kugelfisch. Ich dachte gerade Kugelfisch, hä? Hat super funktioniert, so das Zeichen. Damit er nicht der Blödmann ist, der die Folge beenden muss. Weil der Tobi war so nett, komm, ich mach das jetzt mal. Der Dennis läuft wieder am der Arsch. Ja, auf mich wird ja geschossen, ich mach ja gar nichts. Ja, mit einer scheiß Bombe. Halt die Klappe. Guck mal, wir sind alle hier wieder auf die Heidel traut. Ja, ich bin ja schon tot. Ich baue ja auch nur Schrott. Aber dein Auto sieht echt noch gut aus, Tobi. Es hat einen neuen Look bekommen. Das hört sich gut an. Es hat jetzt was vom Smart. Warte, ich bin mal vorbeigeflogen. Currywurst! Ach, geil. Das war der Dank, ne? Auch geil. Yeah, oh! Aber auch geil. Oben ohne mit Cowboy-Hut geht auch. Hat schon Stil. Wo hat der die Karre her? Denken sich jetzt alle. Von Bombi. Die gibt's nur exklusiv beim Tobi. Wollen wir mal ganz kurz gucken? Ach, die Heidel traut wieder. Ja, das war mal meine Rache jetzt. Deine Rache? Wieder Aufmerksamkeit. Da läuft wieder der Zuhälter. Oh, Wahnsinn, wie platt. Da ist gar kein Motor mehr in meinem Auto. Der Dennis will wieder Hater-Kommentare haben. Ja! Ich kann überhaupt nicht mehr lenken oder sehr so. Sehr gut, Currywurst, sehr gut. Da trifft's nicht den Falschen. Leute, okay. Ihr seht, der Gronk hat auch so eine Schatten. Wo fährt denn der 616 Tobi? Eigentlich gerade? Oh, 3000 habe ich jetzt von Balle gerade gekriegt. Dankeschön. Kugelfisch. Ups.
Was denn? Was denn? Ups, was hast du denn gemacht? Mein persönliches Fahrzeug wurde zerstört. Das ist eine lange Geschichte. Ja, bin ich ja, ich bin ganz Ohr. Wir haben ja Zeit, Kugelfisch. Kugelfisch. Ja, liebe Freunde, wir verabschieden uns jetzt mit diesem Stunt aus dieser Episode und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Nicht böse sein. Na, wir haben uns jetzt ein bisschen Ja, wir haben uns in dieser Folge mal ein bisschen eingekleidet. Das kann man ja auch mal machen. Geile Aussicht hier gerade bei mir auf dem Channel übrigens. Oh. Huch. Und mit diesem Überschlag verabschiede ich mich auch mal aus dieser Folge. Geil, Alter, wie geil. Bams. Egal. Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, Alter, mal wieder schwer was los heute. Klamotten kaufen und irgendwelche Schwuppenfrisuren anrasieren. Und, boah, ich sehe so geil aus. Ich durfte nicht mal nackt durch die Gegend laufen. Und ich bin der Mendes oder Mendeles, wie heißt der? Menderes. Menderes? Genau, Mendeles. Alter, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall der Nelson, Nelson Mendeles. Mendeles. Nielsen Mandela. Bis dahin, ciao. Tschüss.